Dass die neuen Rechten aussehen wie die alten Linken, ist ganz im Sinne des Drahtziehers Axel Reitz. Er will neue Zielgruppen erreichen, auch mit anti-amerikanischen Parolen. Wie sagte Dr. Josef Goebbels, wir sind so weit links, dass wir schon wieder rechts sind. Jetzt die Story. WDR. Was wollen Sie besser machen, Frau Merkel? Direkt und unverblümt fragen Zuschauer die Kanzlerkandidatin in der Wahlarena. Ein einfacheres Steuersystem. Wie will sie das erreichen? Welche Pläne hat sie in Sachen Wirtschaftspolitik? Schalten Sie sich in den Wahlkampf ein. Andreas Zichowitz und Jörg Schönenborn moderieren die Wahlarena. Donnerstag, 20.15 Uhr. Im Dortmunder Norden, Borussia-Land. Seit langem auch die Hochburg der Neonazis im Westen der Republik. Ganze Straßenzüge sind beschmiert worden mit Hakenkreuzen und Nazi-Parolen. Zu Wahlerfolgen ist die extreme Rechte hier bisher noch nicht gekommen, aber ihr öffentliches Auftreten auf den Straßen wird immer dreister. Und die Zahl aggressiver Neonazi-Aufmärsche und Versammlungen im ganzen Ruhrgebiet nimmt ständig zu. Was ist los in jenen Straßen des Reviers, in denen es niemand zu stören scheint, wenn die Reichskriegsflagge wochenlang am Fenster hängt? Wir haben uns auf die Suche gemacht nach dem braunen Sumpf im Land. Das sind rechtsradikale Leute. Da in dem Haus. Einer oder mehrere? Mehrere. Das ganze Haus ist eigentlich mit Rechtsradikalen voll. Haben Sie die Fahne rausgehängt? Die haben wir geschenkt gekriegt und die haben wir so rausgehängt. Aber was wollen Sie damit zeigen in der Öffentlichkeit? Was heißt damit zeigen? Wir zeigen uns einfach, dass wir demokratisch sind und immer noch. Demokratisch? Ja. Mhm. Das steht doch irgendwie für in Deutschland in den Grenzen von 1939, ne? Also sagen wir mal so, wie genau können wir uns nicht ausgehalten, wir sind einfach nicht so patriotisch. Und halt Deutsche und BVB-Fans, wie man sieht. Ja. Und wir wollen einfach sich gar nichts damit in dem Sinn bezwecken, dass wir rassenfeindlich sind oder sowas. Ne? Nein. Sie haben mit Ausländern auch keine Probleme? Nein, normalerweise nicht, wenn sie uns zufrieden lassen. Dieses griechische Mädchen hat gerade eben erst neue Schmierereien in der Dortmunder Nordstadt entdeckt. Das waren Nazis, glaube ich. Nicht alles erschließt sich ihr auf einen Blick. Ihr wisst irgendwie, die ganzen Hakenkreuze hier an die Türen kommen und an die Häuser. Wer macht denn sowas wohl? Rechte Szene, oder? Wir sind ja sowieso in der Nordstadt hier und da ist das sowieso normal, glaube ich. Das ist normal? Ja, normal. Wer das gemacht hat, keine Ahnung. Das wird wohl nachts passieren hier alles. Ihr habt euch da ein Stück weit dran gewöhnt? Ja. Klar. Echt? Ja. Viele Migranten im Viertel übersehen die Hakenkreuze einfach. Und den Anwohnern scheint es egal zu sein. Gerade die Jüngere, die keine Ahnung haben. Ich meine, die haben, tun damit was Gutes und dabei reichen sie gar nichts. Und warum macht das Hakenkreuz jetzt zum Beispiel keiner weg? Wo denn? Ja, in ihrer Tür. Klar, haben wir vielleicht auch gastet. Aber ich fahre da rein, ohne daraus darauf zu achten. Da kann ich auch nichts daran ändern. Die kommen nachts und machen das. Solange sie mir ein Auto in Ruhe lassen, ist mir das egal. 29. März, Dortmund, U-Bahnhof Kampfstraße. Verzweifelt kämpfen Notärzte um das Leben eines 34-jährigen Punks. Er war hier in Streit geraten mit Neonazis. Erst flogen Fäuste, und dann war da plötzlich ein Messer. Thomas S., den die rechten Angreifer als Zecke bezeichnet hatten, als Verräter am Deutschtum, verblutet auf dem Transport ins Krankenhaus. Der Täter, ein erst 17-jähriger Mitläufer aus der Neonazi-Szene. Trauer und Fassungslosigkeit in den Stunden nach der Tat. Bewusst wird jetzt vielen in der Bevölkerung, dass selbst hier,
in der Hochburg des braunen Pöbels, das Phänomen nicht so ernst genommen wurde. Auch das Opfer war wohl allzu naiv, wie seine Freunde meinen. Thomas hat gesagt, gut, wenn du mich angreifen willst, dann schlag zu, hat die Arme ausgebreitet. Und was Thomas in dem Augenblick eben nicht wusste, dass der Täter ein Messer hinter seinem Rücken verborgen hatte, dreimal zugestochen hat und ein Messerstich ist eben direkt ins Herz gegangen, dem entsprechend dann noch die Todesfolge zuerfolgte. Noch immer ist der Fall nicht abschließend geklärt. Und ein Termin für die Gerichtsverhandlung steht noch aus. Das macht euch sicher, dass es ein politisches Motiv war. Weil in der Zeit viele Übergriffe waren, also verbal, handgreiflich, haben wir uns das schon gedacht, dass das eigentlich eindeutig politisch sei. Wir haben am Dienstag darauf, am 29. die Mahnwache hier oben aufgebaut. Und da sind wir von den Rechten angegriffen worden. Die sind hier vorbeigelaufen, meinten irgendwie, ihr seid die Nächsten, die wir abstechen. Und am selben Abend oder am nächsten Tag haben sich die Rechten auch im Internet zu dem Täter bekannt. Eine von zahlreichen Neonazi-Demonstrationen im Ruhrgebiet in jüngster Zeit. Mitunter sammelt sich der braune Tross fast wöchentlich. Vor allem hier in Duisburg versuchen sogenannte freie Kameradschaften immer wieder Fuß zu fassen. Trotz strengster Polizeikontrollen und weitreichender behördlicher Auflagen. Springer, Stiefel, Nazi-Sprechchöre und Nazi-ähnliche Symbole sind komplett verboten. Auch einschlägige Tätowierungen müssen abgeklebt werden, bevor es losgehen darf. Mit einem Personalaufwand, der jedes Mal hunderttausende Euro kostet, versucht die Polizei zugleich, Gegendemonstranten abzuhalten. Bei fast allen Aufmärschen mit dabei Siegfried Borchardt, Gründer der Hooligan-Truppe Borussenfront, Chef der Dortmunder Neonazis, bekannt als SS-Sigi. Herr Borchardt, ist das denn so jetzt das Quantum, was die rechte Szene zusammenkriegt hier in der Region? Guten Abend, ja. 200-300 Leute. Ja. Es war ja mal von 700 die Rede vorher. Ähnlich ist in meiner Veranstaltung. Bilder aus dem Internet. Der 53-jährige Dortmunder Neonazi-Boss auf einer Veranstaltung im benachbarten Ausland. Gegen George Bush und den amerikanischen Kapitalismus tritt er auf. Den neuen Hauptfeind der extremen Rechten, neben Ausländern und Juden. Auch er will mit anti-amerikanischer Politik, scheinbar links, neue Anhänger sammeln. Axel Reitz, 22 Jahre, bekannt geworden als Hitler von Köln. Führungskader des Kampfbundes Deutscher Sozialisten. Seit seinem 13. Lebensjahr ist Reitz in der rechten Szene aktiv. Regelmäßig tritt er inzwischen als Veranstalter von Demonstrationen auf. Reitz ist es auch, der seinen jungen Anhängern unverdächtige Kleidung verordnete und neue Parolen ausgab. Gegen das kapitalistische Ausbeutersystem und gegen den US-Imperialismus. Wie sagte Dr. Josef Goebbels, wir sind so weit links, dass wir schon wieder rechts sind. Von rein nationalistischen NPD-Kreisen grenzt Reitz sich ab. Er sieht sich als Führer einer antiparlamentarischen, braun-sozialistischen Opposition in Europa. Immer wieder schließen sich vor allem junge NPD-Anhänger den Aufmärschen von Reitz an, wenn der im Revier Angst und Schrecken verbreiten will. Nur gegen Geld bietet Reitz seine Truppe der NPD-Führung als Wahlhelfer an. Doch die hat abgelehnt. Bislang. Die neuartigen Neonazi-Umzüge von Reitz und Sigi Borchardt kommen im tiefsten Schwarz daher. Irritierend die Flagge der USA. Herr Borchardt, was ist das mit der amerikanischen Flagge? Das ist doch umgedreht, sehen Sie doch. Was heißt das? Die amerikanische Flagge kennen, dann sind die amerikanische Flagge umgedreht. Und was soll das denn bedeuten? Das ist gegen die USA. Die Anleihe bei den Linken erstreckt sich auch auf Idole wie Fidel Castro und Che Guevara. Und die Straßenkämpfermusik der 68er, Ton, Steine, Scherben. Die linke Antifa steht derweil am Straßenrand und staunt.
Hier im beschaulichen Pulheim bei Köln, wo auch der Ministerpräsident des Landes NRW wohnt, unterhält Axel Reitz eine kleine Kommandozentrale für die fast wöchentlichen Neonazi-Aufmärsche und Versammlungen. Nachbarn weigern sich, Stellung zu nehmen oder wollen von den Aktivitäten des Neonazis von nebenan noch nichts bemerkt haben. Die Wände seines Apartments sind vollgespickt mit Bildern aus der Ahnenreihe des deutschen und internationalen Faschismus. Wegen antijüdischer Propaganda und Volksverhetzung muss sich Reitz demnächst in einem mehrtägigen Strafprozess verantworten. Immer wieder telefoniert er mit Anwälten. Reitz, hallo? Ja, er selbst rechnet mit einer erheblichen Gefängnisstrafe. Ja, ist klar. Seine Regale sind voll mit Nazi-Schrifttum, Hitlers Mein Kampf inklusive. Reitz will ein Nazi-Soldat sein, mit dem inneren Programm eines Märtyrers. Ich mache das nicht, um irgendeinen Namen zu haben, um mich selber darzustellen. Ich möchte einfach nur meinen Dienst versehen. Sie opfern sich eher auf, weil andere es nicht tun. Das heißt Aufopferung, ja. Ich meine, wenn jemand anderes etwas nicht tut, dann muss ich es tun. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass in einer gut funktionierenden, auf politischen Soldatentum basierenden Gruppierung natürlich jemand dann da wäre, der meine Position ausfüllen könnte. Haben wir genügend Potenzial dann da. Wieso haben Sie da nicht so viel Zeit dafür? Ich bin arbeitslos. Also ich bin in dem Sinne hauptberuflich politischer Funktionär, kann man sagen. Hauptberuflich arbeitslos, oder? Ich bin arbeitslos, ja. Also ich werde nicht bezahlt für meine Tätigkeit. Ich bin arbeits-, aber nicht beschäftigungslos, wie man so schön sagt. Die Wohnung hält Reitz stets akkurat aufgeräumt. Für seine Verdienste als Kämpfer bei den Neonazis hat er abstruse Urkunden erhalten. Jetzt will er die rechte Szene radikal und trickreich reformieren. Setzt sich momentan eine Geisteshaltung durch in unseren Zusammenhängen, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, dass wir neue Wege gehen müssen und die ausgelatschten alten Wege ein klein wenig verlassen müssen, um interessanter zu werden für andere Jugendkulturen. Weil es ist ja bisher in der Vergangenheit so gewesen, dass die einzige Jugendkultur, die wir hier beeinflusst haben, das waren die Skinheads. Und damit haben wir eine Büchse der Pandora geöffnet und damit uns natürlich auch Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile geholt, die momentan ausgewetzt werden, ausgeschartet werden. Dahingehend, dass wir den Jugendlichen noch sagen, von wegen, wir gehören zu euch, wir sind genauso wie ihr. Wir treten nicht nur mit Glatze und Bomberjacke auf, sondern wir können auch mit langen Haaren, wir können auch als Freunde von Tonsteine, Scherben, von den Ärzten und so weiter und so fort neben euch setzen, weil darauf kommt es nicht an, es kommt auf die politischen Inhalte an. Aber Sie sind und bleiben Nazi dabei. Ich bin Nationalsozialist, sicherlich. Der kleinwüchsige Goebbels gehört ebenso zu Reitzens großen Vorbildern wie Adolf Hitler, der hier einen Ehrenplatz bekommen hat. Und dies, obwohl der Führer genau den Mann hat umbringen lassen, der für Reitz ein noch größeres Vorbild ist. Der Chef der SA-Horden bis 1934, Ernst Röhm. Ich denke mal im Endeffekt, ein politischer Mord im Endeffekt nach den Voraussetzungen, dass ich davon ausgehe, bevor es mich erwischt oder zumindest dann ein Schaden für die Nation entstehen kann, muss ich die persönlichen Befindlichkeiten natürlich dann zurücknehmen und in dem Sinne natürlich auch dann einschreiten. Ob, ja, man, das als, über die Klinge springen. Ob man das als Mord bezeichnet, der Störfaktor muss beseitigt werden. Wenn ich einen Putschisten habe, jemand hoch einen Landesverrat begeht, ist es nur einmal so, dass der dafür gerichtet wird. Seit Reitz die Neonazi-Demonstrationen im Pott organisiert, gerät die Polizei häufig in eine missliche Lage. Da sich die rechten Demonstranten akribisch an sämtliche Auflagen halten, muss die Polizei im Konfliktfall all jene bekämpfen, die die braun-schwarze Gruppierung aufhalten wollen. Die Neonazis dagegen bleiben strafrechtlich meist sauber. Die Polizei hat es aufgegeben, die Aufmärsche zu verbieten. Juristische Anträge scheitern in der Regel vor den Gerichten. Bürger, die persönlich die Hitlerzeit miterlebt haben, bringt das in Rage. Hat doch früher genauso angefangen mit diesen Gehirnlosen. Wie stark die sind, die Osten. Das war doch schon immer so. Gucken Sie mal im Osten, wie stark die sind. Da haben die aufgemessen. Doch, das hat schon mal schnell angefangen. Lächerlich. Ja, aber guck dich doch mal an, das sind alles junge Leute. Ja, ja, eben. So. Deswegen, die haben ja und ich habe früher nämlich auch gehabt. Die junge Leute, das kann ich nicht verstehen. Wenn wir nichts machen, gehen wir nämlich baden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte mich nicht mit denen schlagen und auch nicht auf eine Stufe stellen. Aber ich sag mir, sowas hätte man hier ablehnen müssen in Duisburg. Reitz, ein Nachzüglerkind gut bürgerlicher Eltern, führt uns zu Kölner Anhängern, die seinem Bild vom modernen Nazi entsprechen. Es sind Gymnasiasten und Auszubildende, allesamt Verehrer von Diktatoren. Der politische Mord ist für sie wie für Lehrmeister Reitz notwendiger Teil eines angestrebten Gewaltszenarios, das zum Umsturz führen soll.
Leute, weitet eure Augen. Das wird irgendwann einmal alles uns gehören. Gehört mir zu. Wir sympathisieren zum Beispiel auch für andere Führer wie Saddam Hussein oder wie die gelebt haben, das Regime. Sowas. In der Art. Er war ein erfolgreicher Diktator. In einer Diktatur lebt sich besser als in einer Demokratie. Und trotzdem diese. Und was haben Sie gegen die Demokratie? Also warum ist sie schlecht in Ihren Augen? Ja, ich meine, das sieht man ja wohl an jeder Ecke hier, ne? Ja, es gibt genug Abschaum, der hier rumläuft. Also muss ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, glaube ich. Ja. Wissen, was ich meine? Nee, ich weiß nicht, was Sie meinen. Ja. Anders kulturelle Leute hier. Andere Kulturen, das ist zu viel einfach, ja. Ja, Ausländerbanden sitzen irgendwo rum und wenn man dann da vorbeigeht, wird man angepöbelt. Oder verprügelt. Vor allem in der Schule und man hat da einfach keinen Schutz. Und dann sucht man sich halt so einen Schutz. Und auch irgendwie in der Öffentlichkeit. Ob im Bus, in der Bahn. Da kommen die dann mit teils mit Waffen an und drohen einem die Finger abzuschneiden. Oder schlagen einen zusammen. Immer mehr drängt es Reitz mit seinen Demonstrationen in die Nähe der Migrantenghettos, wo Integration misslang. Und verunsicherte Deutsche sich von der großen Politik verraten fühlen. Sein Verbündeter dabei, ein ehemaliger Notariatsangestellter, der es juristisch durchfocht, den Neonazis neuen Raum auf der Straße zu verschaffen. Ich begrüße aus Hamburg unseren Kameraden Christian Borch. Borch ist offenbar zuversichtlich, die juristischen Spielräume der Neonazis weiter auszubauen. Gestern, Kameradinnen und Kameraden, war ich beim Postamt. Habe einen Expressbrief aufgegeben, der nach Karlsruhe gegangen ist. Eine Verfassungsbeschwerde, die durch Ausschöpfung des Rechtsweges endlich möglich geworden ist, gegen die Durchsuchungen, die vor unseren Demonstrationen immer mit uns stattfinden, von denen das Oberverwaltungsgericht in Münster meint, dass sie zulässig seien. Da wollen wir mal hören, was das Verfassungsgericht dazu sagt. Nazis raus! Nazis raus! Vor allem Alt-68er stellen sich an diesem Tag den Neonazis in den Weg. Für einige Anwohner ist das alles überzogenes Spektakel. Ja, wenn man sieht, was hier für ein Theater veranstaltet wird für so ein paar Leute, dann ist das nicht zu fassen. Wissen Sie überhaupt, was diese Nazi-Gruppe jetzt da irgendwie möchte? Nee, interessiert mich eigentlich im Moment auch nicht. Das ist unfassbar sowas. Auch aufgrund polizeilicher Maßnahmen gegen Demonstranten von links nimmt die Bereitschaft zum Widerstand gegen rechts auf der Straße ab. Neonazi-Führer Reitz nutzt die Gelegenheit, die von der Polizei eingekesselten Linken zu verhöhnen und ihre Niederlage als eigenen Erfolg zu bezeichnen. Sonst seien doch Neonazis die Opfer staatlicher Willkür. Wieder würde es sofort nach einem solchen Vorfall, dass kriminelle Steineschmeißer ein paar Stunden eingekesselt worden sind und deswegen nicht auf die Toilette dürfen, einen Aufschrei der sogenannten Anständigen geben. Einen Aufschrei jener Anständigen, die nichts anderes sind als Unanständige, als Asoziale, als Volksverderber. Nicht weit entfernt vom Ort der Demonstration. Die Gegend rund um den Kirchturm von Meiderich-Mitte. Armut und Zuwanderung haben das öffentliche Leben hier optisch verändert. Allerdings nicht so stark wie in manch anderen Stadtvierteln. Strukturwandel und schleichende Ghettoisierung hinterlassen aber auch hier ihre Spuren. Gegen Alkoholiker, Skins und Neonazis hat der Pfarrer jetzt einen Zaun errichten lassen. Da, diesen herum. Den ganzen Zaun haben Sie gegen die Nazis? Nein, auch gegen Vandalismus, Aggressionen, Parolen. Da steht zum Beispiel, stand mal Satan lebt oder ihr seid alle schwul, stand da und da waren Hakenkreuze. Ja. Nur zu Gottesdiensten werden die Tore des Platzes noch geöffnet. Im Moment sind Skinheads, Nazis und Gabberglatzen von hier verschwunden. Es war denn unheimlich, wenn da so plötzlich solche Sachen wieder hochkommen. Deutschland den Deutschen und nur Deutschland den Deutschen. Haben Sie das schon mal zum Gegenstand auch eine Predigt gemacht oder so? Wir haben im Pfarrgemeinderat heftig diskutiert, weil der Zaun natürlich unbeliebt war. Mhm. Und das ist dann so, wir machen eine Festung,
Aber ja, wenn man aber die Argumente dann abwägt, glaube ich, war es okay so. Mhm. Sie fühlen sich jetzt sicherer? Etwas sicherer, ja. Okay. Und wir haben die Kirche jede Woche, jeden Tag eine Stunde auf, dann müssen aber immer mit Bewachung. Nur knapp 500 Meter entfernt von der Kirche. An dieser Straßenecke residiert öffentlich der NPD-Chef von Duisburg, Frank Theissen. Häufig assistiert von Teilen seines Familienclans und Parteimitgliedern. Mit dem türkischen Dönerbudenbesitzer gegenüber hält Theissen allenfalls Blickkontakt. Bei der letzten Wahl erreichte Theissens NPD hier mit 4,4% der Stimmen den zweithöchsten Wert von ganz NRW. Mit den Neonazi-Vandalen und Skinheads vom Kirchplatz will Theissen nichts zu tun haben. Die Machtdemonstration hält türkische Passanten und andere Ausländer in aller Regel fern. Es freut den Clan der NPD-Anhänger. Wir zeigen Präsenz. Ja? Ja, warum? Klar, wenn zeigen, andere zeigen Präsenz, wir zeigen Präsenz. Weiß ich, das ist hier ein großer Machtkampf, sag ich mal, in Meiderich. Weil entweder wir werden unterdrückt oder die werden unterdrückt. Also Gleichgerechtigkeit gibt es hier nicht mehr. Gerade hier in dem Stadtteil finde ich so. Sonst geht also das. Es geht immer auch darum, hier zu zeigen, wer der Platz hier ist. Ja, genau. Ja? Ja, wirklich. Ist wirklich so. Der Stärkste überlebt hier. Mehrmals schon hat die Polizei Platzverbote ausgesprochen. Erfolglos. Für den Platzhalter ist es pure Selbstverständlichkeit, hier jeden Tag zu stehen. Ist das nicht auch so ein bisschen Flagge zeigen? Nein. Wir sind da oder so? Ich brauche keine Flagge zeigen. Nee. Habe ich nicht nötig, nein. Nein, das wäre das Letzte, was ich machen würde. Nee. Aber wenn man immer vor der Haustür gehen darf, dann ist das traurig. In Untermeiderich ein paar Straßenecken weiter. Nicht nur bei Regenwetter ist die Straße meist menschenleer. Als ob sich die Scham über den Niedergang des Stadtteils verbergen würde hinter den Mauern der Wohnhäuser. Aggressive Musik ist zu hören. Der große Spielplatz des Stadtteils, okkupiert von einer Gang rechter und rechtsgerichteter Jugendlicher. Tag ein, Tag aus beschallen sie mit ihrem Ghetto-Blaster die ganze Umgebung. Niemand kümmert sich um die Verlorenen. Einer hat einen 1-Euro-Job, viele schlafen mal hier, mal da. Fast alle konsumieren Drogen. Die ganze Gegend hat Mike, der Anführer, zum türkenfreien Block erklärt. Unser Block, hier meckert keiner. Na, heißt das, ihr habt jetzt die Straße oder so? Ja, hier herrscht Regel. Der einen gehört der Viertel, der anderen dort. Gibt manchmal Prügeleien, Schlägereien. Und wer sind eure Gegner? Die sich mit uns anlegen. Der Machtanspruch der Clique führte unlängst zur Explosion der Gewalt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags, weil ein linker Punk von Gruppenmitgliedern erheblich verletzt wurde. An genau so einem Abhängertag wie heute. Eure Eltern, die finden das okay? Ja. Sachen. Mhm. Gibt es sonst keine Treffpunkte, Jugendzentrum? Nicht wirklich. Haben nur die ganzen Türken übernommen. Ja. Bitte? Haben die ganzen Türken übernommen. Das Jugendzentrum? Ja, oder Internetcafé. Also die überrennen uns. Ja, also ich habe nichts gegen Türken. Ich habe selber einen Türken in der Familie. Aber die kommen, wenn einen Stress hat, hat man direkt mit allen. Das ist asozial. Ja, was ist los, Alter? Ich rede offen. Was läuft schief? Ah, da kann man den Alltag so schief laufen tut. Wohnung, Schulden, Bezahlung, Arbeit, alles kotzen. Die Nachbarstadtteile Bruckhausen und Marxloh, die Armenhäuser von Duisburg. Industriebrache, Ruinen. Und Straßenzüge, die teilweise bis zu 80-90% von Türken und anderen Migranten bewohnt sind. So wie dort, sagen die Jugendlichen aus Meiderich, soll es bei ihnen nicht eines Tages aussehen. Dabei beziehen sie gerade aus Marxloh ihre Drogen. Axel Reitz auf dem Weg zur Polizei, um neue Demonstrationen anzumelden. Heute mal in Köln. Tags zuvor hat er eine Demo in Duisburg-Marxloh beantragt, weil dort eine Großmoschee errichtet werden soll. Dagegen wollen er und Mitstreiter Paul Breuer besonders den Unmut schüren. Und gegen Multikulti insgesamt. Auch wenn sie dabei vor Ort womöglich eingekesselt würden.
Das ist genau das, was wir eigentlich möchten, dass alle staatlichen Kräfte gegen uns sind, dass wir uns als einzige Alternative zu diesem Staat öffentlich präsentieren. Das ist genau das, was wir möchten. Darüber, wie Migrantenviertel wohl aussehen würden, wenn Staat, Polizei und Gesellschaft die beiden Rassisten ungehindert agieren ließen, darüber spricht Axel Reitz besonders gerne. Wenn ich jetzt der Staat das hier auf meiner Seite hätte, bin ich der festen Überzeugung, dass ohne weiteres möglich wäre, auf einem langfristigen Programm aufbauend, mit humanen Methoden, aber relativ zügig die dort lebenden fremdländischen Einwohner zurückzuführen in ihre Heimatländer. Also das ist so eine ethnische Säuberung? Keine ethnische Säuberung, das würde ich nicht sagen. Das würde die Überfremdung eindämmen. Also Sie sind also da so konsequent rassistisch, dass Sie sagen, mich interessiert das gar nicht, ob es da gute Ausländer schlechte Ausländer, Kriminelle oder nicht Kriminelle. Erst einmal eine Frage des Machbaren, wie gesagt. Ich meine, es ist natürlich dann schwer, eine Grenze zu ziehen und dann zu sagen, von wegen... Eine Fantasie im Kopf haben. Eine Fantasie im Kopf ist an Deutschland, des deutschen Volkes und an Europa der weißen Rasse. Reitz ist Führungskader des KDS, des Kampfbundes Deutscher Sozialisten. Eine Organisation, die sich auch optisch gerne in der Tradition der NSDAP sieht. Vom hessischen Langen aus versucht die Gruppierung, am Antiparlamentarismus der SA anzuknüpfen. Zugleich soll durch Bündnisse mit Arabern, wie vor einiger Zeit mit Saddam Hussein, der Kampf gegen die USA und das Judentum vorangebracht werden. Wir glauben auf dieser Erde allein an Adolf Hitler. Wir glauben, dass der Nationalsozialismus der allein seligmachende Glaube ist, für unser Volk ist. Wir glauben, dass es einen Herrgott im Himmel gibt, der uns geschaffen hat, der uns führt, der uns lenkt und der uns sichtbar segnet. Und wir glauben, dass dieser Herrgott uns Adolf Hitler gesandt hat, damit Deutschland für alle Ewigkeit ein Fundament werde. Heil Hitler! Wieder an der Straßenecke des NPD-Lokal Matadors Tyson, der gerade von der Arbeit im Stahlwerk zurückkommt. Tyson, so erfahren wir hier beiläufig, war früher selbst Mitglied im KDS von Axel Reitz, bevor er über die DVU zur NPD ging. Auch der Tyson-Clan will gegen den Moscheebau von Marxloh mobil machen. Das ist unser Steuergeld, das müssen wir bezahlen. Das ist ja nicht korrekt. Das geht alles von unseren Steuergeldern. Die Moschee ist schon ein Riesending, wie ich gehört habe, größte Europas oder so, Begegnungsstätte, sage ich mal in der Hinsicht. Mhm. Dann kommt noch ein Riesenparkplatz dazu. Und wenn Sie Marxloh kennen, dann wissen Sie, wie die Bevölkerungszahl da aussieht. Das heißt mit anderen Worten, da werden wir wirklich, wie es auch auf meinem Flugblatt steht, bald einen Gedenkstein für den letzten Deutschen, der im Bruckhausen, also in Marxloh gewohnt hat, setzen können. Und auf eine Art, wir sind jetzt selber schuld, wenn wir ganze Gebiete, wenn wir hier die so einfach, wie soll ich das sagen, einfach übervölkern mit allen Herrgottsländern. Und das kann einfach so nicht sein. Und hätte Axel Reitz halt nicht im Leben gerufen, dann hätte ich das wahrscheinlich im Leben gerufen. Im rechten Netzwerk kennen sich alle. Wir machen uns auf den Weg nach Essen, wo Axel Reitz Bündnispartner für die geplanten Anti-Moschee-Aktionen treffen will. Nur vermummt will sich seine Gruppe von uns filmen lassen. Und was ist das jetzt hier für eine Truppe? Oh, das sind Kameraden, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite aus dem Ruhrgebiet. Und da läuft Zusammenarbeit schon gut geregelt und gesittet. Da fällt ja auf, die vermummt wollen die nur hier sich treffen und outen? Oder? Und das liegt natürlich an den persönlichen Lebensumständen, die Herrschaften haben. Also wenn jemand noch in Arbeit ist und in Lohn und Brot, da kann man schon verstehen, dass man da natürlich nicht riskieren will, irgend so einen Bericht aufgrund der herrschenden Political Correctness in diesem Lande dann seinen Job zu verlieren. Die drei zählen sich zu den autonomen Nationalisten, optisch kaum zu unterscheiden von linken Autonomen. Einer ist Student, stammt aus einem PDS-Elternhaus. Würden Sie persönlich oder auch Teile Ihrer Anhänger im Fall, wenn die staatliche Repression zunimmt, richtig im Untergrund gehen? Also ich persönlich nicht. Also ich bin denkbar ungeeignet dafür, weil ich Diabetiker bin, krank bin, ich müsste ständig Insulinzufuhr haben und so weiter und so fort und bin auch nicht so der Straßenkämpfer-Typ. Nur wenn der Staat uns jede Möglichkeit nimmt, für unsere Idee zu werben, gibt es sicherlich Kameradinnen und Kameraden, die ohne weiteres auch im Untergrund eine Spur und eine Gangart schärfer werden würden. Das wäre aber nicht dann unsere Angelegenheit, das hätten wir nicht zu verschulden, ich versuche es ja zu verhindern, das wäre Angelegenheit des Staates, der die Leute dann dazu treibt, Untergrund zu gehen und dann auch vielleicht gewalttätig zu werden. Aber Sie halten das für möglich? Möglich ist alles. Das hängt ja nicht von uns ab, das ist natürlich dann Sache der etablierten Politik, wie sie mit uns verfährt. Wie viel wären Sie bereit für diese Sache zu geben, persönlich? Ich persönlich wäre dabei zurück. Alles, ich gebe alles dafür. Also jetzt tue ich das, was in meiner Macht steht, was ich tun kann. Wenn ich die Möglichkeit hätte, mehr zu tun, würde ich auch mehr tun. Was könnte das sein? Alles. Das heißt, Sie würden auch Ihr Leben geben?
würde auch mein Leben geben. Das mache ich dann ja nicht freiwillig. Also. Aber wenn es passiert, dann passiert es und ich weiß auch, wofür es passiert ist. Wir sind ja nicht irgendein Spaßverein, der sich auf irgendeinem Abenteuerspielplatz austobt. Wir müssen, wie gesagt, alle mit den Konsequenzen rechnen. Offenbar zufrieden mit den Ausführungen blickt der Drahtzieher aus Köln auf die Delegation. Auch die Vermummten haben Hitlers SA als Vorbild. Die SA hatte schon in den 20er Jahren genauso mit dem politischen Gegner und mit dem System zu kämpfen wie wir heute. Wenn wir auf der Anreise zur Demonstration sind oder auf der Abreise, müssen wir uns natürlich auch mit dem politischen Gegner auseinandersetzen. Aber die Antifaschisten in NRW sind heute tot. Tot? Ja. Die Bewegung an sich ist tot. Die antifaschistische Bewegung in NRW ist tot. Es sieht kaum noch irgendwelche nennenswerte Übergriffe auf unsere Demonstrationen. Und wenn dann, Sie haben die Straße, haben das Gefühl, Sie haben die Straße schon ein Stück weit... Die Straße in NRW gehört uns, ja. Bitte? Die Straße in NRW gehört uns. Heute muss der Deutschpop von Wir sind Helden dazu herhalten, einer Nazi-Demonstration in Essen einen betont lockeren Rahmen zu geben. Ältere Bürger lassen sich damit nicht anlocken, offenbar aber jüngere. Immer wieder treffen wir im Lärm der Helikopter und Lautsprecher auf Eltern junger Demo-Teilnehmer. Irgendjemand hat "Du feige Sau" gerufen. Warum haben Sie gerade gesagt "feige Sau"? Weil mein Sohn da drin ist und sich vor mir versteckt. Was halten Sie davon? Wie finden Sie das? Das sehen Sie doch wohl, was ich davon halte. Überhaupt nichts. Überhaupt gar nichts. Was ist das für ein Gefühl? Was denken Sie davon? Ich muss mich stark zusammenreißen. Ich bin extrem frustriert. Vorher habe ich es nur gehört, jetzt sehe ich es und es ist ein Hammer. Sie haben einen Sohn dabei, der jetzt da mitmacht und sind ja Nazis, die hier demonstrieren. Ja gut, er ist eigentlich nur ein Mitläufer, denn er weiß gar nicht genau, was die da machen. Er ist jetzt 19 Jahre und ich will überhaupt keine Wörter. Man kann auch gar nichts sagen, es wird einem sowieso im Mund umgedreht. Er demonstriert eigentlich nur dafür, weil er das nicht richtig findet, dass die Deutschen hier eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Ob die unbedingt jetzt nur wollen, dass alle rausgehen, das wollen die auch nicht. Nein. Die Ausländer, die von mir aus früher gekommen sind, lass sie ihre Arbeit machen. Aber was machen sie jetzt mit ihrem Sohn, der da drin ist? Soll ja, was da soll ich damit machen? Ja, deswegen sind wir ja hier, damit er eben nicht so da... Bitte? Deswegen sind wir ja hier, dass wir ein bisschen aufpassen. Ja, ich kann er Ihnen das nicht verbieten, er Meinung, ist 19 dass er Jahre. Die Wirtschaft, also, dass ihm die Wirtschaft oder die Regierung auch nicht gefällt. Ich kann ihm das nicht verbieten. So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Egal ob SPD oder CDU. FDP ist ja der größte Trümmerhaufen. Die gehen ja dahin, wo sie gerade wollen. Das sind alles im Moment Trümmerhaufen im Grunde genommen. Eigentlich haben wir doch nur noch Angst. Er hat jetzt noch 15 Jahre bis zur Rente. Und dann... Und wir müssen immer wieder beten, dass wir unseren Job auch behalten. Genau. Und dann kann er ins Sozialamt gehen. Ja. Machen Sie sich Vorwürfe, dass Ihr Sohn jetzt bei den Nazis hier mitmarschiert? Ja. Vorwürfe? Nee. Ich habe ihn ja nicht dahin erzogen. Unsere Suche nach dem braunen Netzwerk im Revier führt uns nach Dortmund-Dorstfeld, zum Donnerschlag, einem verbarrikadierten Szeneladen, spezialisiert auf rechte Musik, Springerstiefel und anderen rechtsradikalen Schick. Der Donnerschlag liegt mittendrin in einem türkisch dominierten Wohnbezirk. Nazi-Gegner vermuten, dass der Donnerschlag das neue logistische Zentrum der extremen Rechten in Dortmund ist. Deutsche Anwohner haben offenbar kein Problem mit dem Laden an der Ecke. Also sagen wir es mal so, seitdem die da sind, ist es hier ein bisschen ruhiger. Ruhiger? Ja, die sind ruhiger und die Ausländer sind auch ruhiger. Also man kann hier eher mal abends über die Straße gehen als vorher. Also ja, vorher war es schlimmer. Ja, da waren die Ausländer hier überall und da hatte man eher Angst vor den Ausländern als vor denen. Naja, stimmt. So. Ja. Sie erst mal schlucken. Also das heißt, Sie sehen den Laden als einen Ordnungsfaktor. Ja, was heißt als einen Ordnungsfaktor? Aber ich sag mir immer, die tun uns nichts, wir tun denen nichts. Ne? Ja, lieber, ich sag mal so 1000 Nazis als wie mehr Ausländer. Aber wo die Nazis sind, da gibt es nicht so viel Schlägerei zwischen den Ausländern und den Deutschen oder so. Oder untereinander von Ausländern. Was machen Sie beruflich? Gar nichts mehr. Ne?
Was haben Sie vorher gemacht? Stapler gefahren, 15 Jahre. Und wie lange schon arbeitslos? 12. 12 Jahre? Ich gehöre zum alten Eisen, haben doch mal Arbeitsamt gesagt. Ah, ich war schon ganz schön. Aber ich habe ja gesagt, seit die da reingekommen waren, haben sie die Fensterscheiben eingeschlagen, das erste Mal. Ich verstehe das so nicht. Ich sag nur, wenn sie mir nichts tun, tue ich da auch nichts. Du meinst jetzt wieder aus? Ja, ja. Auch hier, auch die hier drüben. Hauptsache, Sie selber haben Ihre Ruhe. Hauptsache, meine Ruhe. Ja, lass mal lieber. Halt mir lieber da raus. Ob sich hier auch SS-Sigi und seine Führungsriege häufig aufhalten, an der Tür des Ladens ein Versuch, das herauszufinden. Verpiss dich mit der Kamera, Alter. Verpiss doch, ihr habt hier kein Recht zu filmen. Abmarsch. Wir haben auch kein Recht, uns zu bedrohen. Ding aus, ich bedrohe niemanden. Kamera aus, Pisser. Verpiss dich. Hör mal, das ist doch hier eine Zentrale der Rechtsradikalen, oder nicht? Das ist überhaupt nichts. Ich will nicht gefilmt werden. Das ist ein Scheißdreck. Hau ab, Mann. Sie werden unkenntlich gemacht. Ach, ja, ist mir scheißegal. Verschwindet mit dem Scheiß. Mitten im Dortmunder Hafen werden wir dann doch noch fündig. Die Ecke hier, unmittelbar vor den Augen der Wasserschutzpolizei, ist offenbar die Badeanstalt der Dortmunder Neonazis. Manche tragen hier ungeniert Hakenkreuze und andere Nazi-Symbole auf nackter Haut zur Schau. Bei näherem Hinsehen wird schnell klar, hier vertreibt sich die Führungsriege von SS-Sigi die Zeit, seine Organisatoren und Bodyguards von der Borussenfront. Offenbar arbeits-, aber nicht beschäftigungslos. Von hinten filmst du mich nicht. Uns kriegst du zwei Jahre Knast mehr dafür. Muss ich dir den Arm brechen. Wie? Ist denn lustig? Will ich was von hinten im Fernsehen, habt ihr ein Problem mit mir. Von hinten filmst du mich nicht. Ist schlimm, ne? Mal ganz ehrlich, ihr glaubt doch nicht, dass ihr hierher kommt und wir erzählen euch was. Guck mal, das Wasser ist schön grün, die Brücke ist hoch, so, und das reicht doch schon, oder? Und sonntags klingeln die Kirchenglocken. Ja. Jetzt soll doch neulich ein Punker erstochen worden sein. Quatsch, der ist in Messe gelaufen, aber nicht erstochen worden. Wo ist der denn erstochen? Das ist ja ein Schwerte gewesen. Eine Kampfstraße. Ja, der hat auch selber Schuld gehabt. War sein eigenes Messer. Das kann 34-Jährigen und 16-Jährigen angreifen. Gibt's ja gar nicht. In Duisburg machen NPD-Mitglieder gegen den Moscheeneubau mobil. Am Rande des Stadtbezirks Marxloh leitet die Ehefrau des Parteichefs Theissen einen Flugblattverteilertrupp durch heikles Gebiet. Nie zuvor hatten sich die Rechtsextremen hierher getraut. Schon bald nähert man sich dem Bauplatz der Großmoschee. Rund 8 Millionen Euro will die EU in die Gebetsstätte für türkische Muslime investieren. Und in ein Begegnungszentrum mit Deutschen. Kleines Stück noch. Ich kann beten. Dagegen habe ich nichts. Aber bitte so, dass ich damit nicht belästigt werde. Ne? Mhm. Vor allen Dingen, die bauen ja nicht hier irgendwie so ein kleines Ding dahin. Das ist doch die größte Moschee von ganz NRW, beziehungsweise das ganze Bundesland. Und dann kommen automatisch auch die ganzen Pilger, sage ich jetzt mal. Die werden hier ihre Hochzeiten feiern, ihre Feste werden sie hier feiern. Und das darf nicht sein. Hier ist immer noch Deutschland. Hier ist immer noch Deutschland. Hastig zieht der Trupp weiter. So entgeht den NPDlern, dass auf der Bauplatzwiese friedlich und leise gebetet wird, mit einem Prediger in deutscher Sprache. Der NPD-Trupp meidet jedes Gespräch mit Migranten hier. Untereinander jedoch entlädt sich im Vorbeigehen blinder Hass gegenüber Frauen und Betenden. Die pure Mordlust. Wenn du dir das jetzt so anguckst, ne? Ich würde am liebsten ein Auto nehmen und mich reinsetzen. Für jeden, den ich überfahre, 50 Euro, würde ich alles plattfälzen. Wie sagt der Frank immer so schön, wir haben euch mit Blumen begrüßt, wir werden euch mit Blumen verabschieden. Der Tag der Demonstration gegen die Moschee ist gekommen. Die NPD und Reitz, der in der Szene sogenannte Hitler aus Köln, wollen gemeinsam durch das Türkenghetto von Marxloh ziehen. Doch die Polizei macht die Pläne der Rechtsextremen von Anfang an zunichte. Sie kesselt die Ankommenden immer wieder ein, hat den Demonstrationsweg von Marxloh ins eher beschauliche Hamborn verlegt. Reitz versucht, den aufkommenden Unmut seiner Anhänger zu zähmen. Wenn jetzt die Gewalt eskaliert, kann er womöglich gleich wieder einpacken. Wir
sie nicht verbieten, Widerstand! Lass sie nicht verbieten, Widerstand! Lass sie nicht verbieten! Dieser Tag wird offenbar für Axel Reitz kein Spaziergang unter Polizeischutz wie sonst. An dieser Tankstelle haben sich Scharen türkischer junger Männer eingefunden. Auf der anderen Seite der Straße an die 300 Neonazis, diesmal in der Defensive. Noch fühlt mancher sich sicher, wie im Dortmunder Hafen. Doch der erhoffte Zustrom der Duisburger Bürger bleibt aus. Es gibt einen Großteil von Sympathisanten, die sich eben nicht durch Wahlen oder auch durch Demonstrationen äußern. Aber ich denke mal, ein Rückhalt in der Bevölkerung ist auf jeden Fall da. Aber wie wollen Sie die denn jemals erreichen? Das wird die Zeit mit sich bringen. Die Probleme werden irgendwann Leute dazu bringen, sich zu entscheiden, wollen wir das, was so ist, und wollen wir das bisher in dem Sinne weiter den Bach runtergehen lassen, ändern wir uns daran. Das heißt, Sie setzen auf die Eskalation von Konflikten? Eskalation der Konflikte liegt in der Natur der Sache. Liegt ja nicht an uns, dass die Sache eskaliert. Wenn es eskaliert, dann werden die Leute sich vielleicht mal fragen, was ihnen dann nicht schiefläuft. Und das einige schiefläuft, das bin ich der Meinung. Mit über 3 Stunden Verspätung schiebt sich der Tross der Rechtsextremen schließlich aus der Deckung des Gebüschs auf die Straße. Frank Theissen, der NPD-Boss, ist mit dabei. Auch Mitglieder des NPD-Landesvorstands suchen die Nähe zu den Neonazis Reitz und Borchert sowie dem Drahtzieher Worch. Doch ihr Demonstrationszug gegen Multikulti und die türkische Moschee wird nur ein paar hundert Meter weit kommen. Auch die Anwohner hier halten sich zurück mit allzu offenen Sympathiebekundungen für die Forderungen der Neonazis. Das, was die Leute sagen, hier in Hamburg, in Marxloh, das denken 90%. Nur keiner sagt es. Was die Nazis sagen? Die möchten keine Moschee haben. Fragen Sie mal hier die Bürger, gehen Sie mal hier rein und fragen mal die deutschen Bürger, wer Interesse hat, eine Moschee hier zu haben. 90% nicht. Oder noch mehr. Das Problem ist das, dass hier so ein schlechtes Umfeld ist, dass so viele Ausländer sind und die Deutschen hier nicht mehr diese Wohnverhältnisse haben, die sich eigentlich wünschen. Ist das das Problem? Das ist das Problem. Und nur kein Politiker spricht es an. Die zivil gekleidete Führung der Duisburger Polizei beobachtet aus nächster Nähe das Neonazi-Spektakel. Alles Gezeter nützt der braunen APO nichts. Die Demonstranten werden mit einem Polizeigroßaufgebot eingekesselt. Das Ende naht. Die Kosten auf Seiten des Staates sind wieder mal immens, so der stellvertretende Polizeipräsident Detlef von Schmeling. Darf ich mal über den Daumen peilen? Ja. 500.000 Euro. Allein dieser Einsatz. Heute in der Stadt. Ja. 500.000. So unglaublich viel. Sind die Kosten der Freiheit. Den Rest erledigt der Wettergott für die Polizei. Über eine Stunde lang zucken Blitze und es ergießt sich kübelweise Wasser über die Eingekesselten. Dann verfügt die Polizei das Ende der Demonstration, weil eine Eskalation der Gewalt befürchtet wird. Reitz und seinen Demonstranten wird freier Abzug garantiert, wenn sie sofort mit bereitstehenden Bussen aus der Stadt verschwinden. Die Demonstranten werden unsanft in Richtung der bereitstehenden Busse geschubst. Ein Sommernachmittag auf den Straßen des Ruhrgebiets geht zu Ende. Einer von vielen. Reitz will wiederkommen, sagt er noch. Jetzt erst recht.